Ich stimme deiner Einschätzung zu. Ich nehme auch an, dass sie tot sind. Nun, das Gelingen des Einbruchs hängt natürlich wesentlich von, nun ja, Plänen und unseren Plänen ab, wie wir dort eindringen wollen. Je mehr Informationen wir haben, desto besser wäre es natürlich. Auf jeden Fall, zumal Boltax vorschlug, mit gefälschten Papieren vorzugehen. Ich glaube, es wäre keine gute Idee, keine kluge Idee, mit unserem Schiff in den Hafen einzulaufen. Ja, ich fürchte auch, die Aviander ist an dieser Küste zu bekannt. Vielleicht sollten wir etwa eine Art Kommandounternehmen vorschlagen und unbemerkt in das Gefängnis eindringen und probieren, nun ja, die Gefangenen so zu befreien und uns vorher zu überlegen, wie wir dann diese Gefangenen von der Insel schaffen. Vielleicht entern wir eine Talucke und nehmen die, dort einzulaufen, eine Piratentalucke. Das wäre möglich, aber wir wissen nicht, in welchem Zustand die Gefangenen sind, ob sie uns helfen können, diese Talucke zu bemannen. Nun, ich würde auf jeden Fall ungern von vornherein gleich wieder mit einem anderen Schiff aufbrechen. Die Avianna bietet doch gewisse Möglichkeiten, die die meisten anderen Schiffe, die uns zur Verfügung stehen, nicht haben. Aber ja, vor Ort, wenn wir auf eine List zurückgreifen würden, wäre sie zu auffällig. Wie wäre es, wenn wir uns von der Avianna uns an Land bringen lassen, nach Rulat eindringen, die Gefangenen befreien und dann von der Insel wegkommen? Die Frage ist, wie kommen wir von der Insel wieder weg? Auf dem gleichen Weg zurück dürfte es schwer sein mit Gefangenen. Ja, also ihr habt den sehr einfachen Part, wie wir die Gefangenen befreien, jetzt an der Stelle einfach übersprungen, oder? Nun ja, ich ging davon aus, dass es uns gelingen sollte. Falls nicht, sind wir eh tot. Und dann erübrigt sich die weitere Diskussion, nicht wahr? Ein sehr vernünftiger Einwand, Abelmir. Ich muss mich entschuldigen. Ihr habt recht. Nun, Fim, hast du eigentlich die Gabe Prophezeiung? Nein. Nein. Ich bin doof wie Brot. Kennen wir jemanden auf Rulat? Jemand nimmt das Wort Toxis in den Mund. Ich war schon einmal auf dieser Insel, aber Verbündete, diese kann ich mir nicht erinnern. Ja, aber mir liegt das daran, dass du so schwer Freunde findest, oder? Nun ja, diese Bewohner dieser Insel waren nicht sehr freundlich. Sie sind allesamt, nicht allesamt, aber Dämonenpaktierer und Borbaradianer. Damals. Ja, bei solchen Leuten solltest du dir auch keine Freunde suchen. Nein, sollte man nicht. Diese Ortschaft an der Küste, gleich gegenüber, scheint mit Kaperbriefen von Hafax zu operieren. Sie könnten etwas wissen und wir haben, sagen wir einmal, lose Kontakte zu Hafax. Nun, Hafax könnte uns natürlich von dieser Insel wegbringen. Er verfügt über die Möglichkeiten, denke ich. Nun, ich dachte ehrlich gesagt eher an Informationen, an Details über den Hafen und das Gefängnis. Das natürlich auch. Es ist die Frage, ob er uns helfen will. Nun, bei der Flucht würde ich mich jedenfalls ungern auf ihn verlassen. Aber nun, was den Austausch von Informationen angeht. Warum sollte ihm dann gelegen sein, Gefangene von Ruder zu befreien, fragt sich. Ihm ist daran gelegen, die schwimmende Heptarchie zu schwächen. Denn er möchte sicher nicht, dass seine neuen Besitzungen unter Wasser stehen. Ein Versuch wäre es wert, aber wir sollten ihm vielleicht etwas anbieten, etwas für ihn Wertvolles, damit er mehr auf unserer Seite steht. Ja, habt ihr einen Vorschlag? Ich denke, wir sollten uns nicht auf einen Wichser wie Hafax verlassen. Verlassen nicht, aber ihn zumindest gewogen halten. Und seine Geschütze haben wir angenommen. Ja, haben wir. Und er kriegt er auch nicht wieder zurück. Über meine kalte, nasse Leiche. Diamantis unterschätzt den Mann nicht. Auch wenn er ein Wichser ist. Ja, wir müssen diesen Weg nicht gehen, aber es war nur so ein Gedanke.
Wir können auch vor Ort in, wie heißt das, Südwall, versuchen, Informationen zu sammeln. Das ist natürlich eine gute Idee, Capitana, das will ich nicht abschlagen, aber wenn sich Palligan wirklich in der Nähe befindet und Pafax mit Palligan irgendwie korrespondiert, dann könnten wir mitten in eine Falle laufen und würde ich nicht riskieren wollen. Nun, dieser Ort Rula, steht ja unter Palligans Herrschaft oder Hafax Herrschaft? Palligan. Nun, wir könnten ihm anbieten, etwas, nun ja, für Unordnung zu suchen und dafür zu sorgen, dass dieser Ort Palligan nicht mehr als Unterstützung zur Verfügung steht. Nun, das wäre der Weg über einen Frontalangriff. Nun, wenn sich die Dämonenarchen wirklich in der befinden, ist ein Frontalangriff das Schlimmste, was wir machen können. Nun, ich dachte ja an etwas Unordnung in der Stadt selber und nicht mit einem Frontalangriff, sondern etwas, nun ja, Verborgenes. Ich hätte einen Vorschlag zu machen. Voltax muss eh noch eine Stadt in Bratten setzen. Würde sich das hier anbieten? Nun ja, ich denke aus. Um Rudert ist es nicht schade, denke ich. Wenn wir uns mit Hafax, ja, seien wir ehrlich, haben wir schon mit ihm Verhandlungen getroffen, also warum nicht wieder? Wenn wir uns damit einigen, dass wir das Ganze entzünden, wir befreien währenddessen die Gefangenen und der stürmt mit seinen beschissenen Bluttemplern oder wie auch immer die Hurensöhne da nennt, die Stadt, das würde uns genug Ablenkung geben. Warum sollte er das tun? Das ist direkt vor Mendena. Ja. Naja, weil wir es ihm sehr einfach machen. Ich denke nicht, dass irgendwer in der Lage ist, Festungen oder andere Liegenschaften auf Inseln zu halten, solange Darion Palligan noch atmet. Insofern könnte es in seiner Kalkulation besser sein, wenn niemand mehr auf diesen Hafen zugreifen kann, als wenn er ihm ein steter Dorn im Auge ist, den er nicht auf Dauer sichern und halten könnte. Dafür wahrscheinlicher. Und korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden haben sollte, aber ich hatte den Eindruck, dass Südwall gegen Rulat operiert, mit Hafax Unterstützung im Hintergrund? Das ja. Nun, dann arbeitet er ja bereits gegen Rulat und wäre vielleicht bereit, dies etwas aktiver zu tun. Also es beschlossen sagt, wir brennen Rulat nieder. Jo, ich finde das schön, wenn wir so tolle Pläne machen. Nun ja, ist nur ein Plan, ob er gelingt. Ich sollte etwas dran feilen, wie wir diese Stadt niederbrennen und draußen kommen. Mit den Gefangenen natürlich. Naja, ich denke, wenn wir die Stadt anzünden, brennt nicht zwangsweise auch das Gefängnis, nehme ich zumindest an. Nun ja, es geht noch etwas taktisch auszutüfteln, wie wir das zeitlich abstimmen. Das ist richtig, aber ich bin einfach froh, dass wir alle bereit sind, so eine gar gorgefällige Tat in die Tat umzusetzen. Nun, ich denke, wenn Rulat brennt, können wir nur profitieren. Oh, gesprochen wie eine echte Chorgeweihte, da ist mir gerade ein bisschen das Herz aufgegangen. Also fordern wir von Hafax Pläne der Stadt und des Gefängnisses an, um nun ja unseren Einsatz effektiver zu und planvoller zu gestalten, wenn er Pläne hat. Naja, davon würde ich tatsächlich ausgehen. Strategisch ist er selbst mir weit überlegen und ich bin ja schon ein Genie, wenn ich das mal so sagen darf. Klingt langsam wie Boltax, wenn ihr so etwas sagt. Ich glaube, dass es ansteckt. Ich fürchte auch. Apropos strategisches Genie. Ich habe über diese Admiralssache nachgedacht. Ihr wisst schon, wie wir den Bund der Wogen organisieren wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass wen auch immer wir zu seinem Kopf bestimmen, es wird immer zu viele geben, die sich beschweren. Charismatische Herrschaft hat ihren Wert. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir unseren Bund eher
bürokratisch organisieren sollten. So dass alle das Gefühl haben, beteiligt zu sein. Und nun ja, wir geben den Befehl zum Angriff. Und die wichtigen Entscheidungen treffen die Kompetentesten. Ein Rat unserer besten Strategen. Wie wäre es mit einem Tisch, an dem alle Kapitäne, alle wichtigen Kapitäne zusammensitzen? Nun ja, um Entscheidungen zu treffen. Ich dachte an etwas wie einen Rat der Kapitäne. Nun ja, es ist nur ein Möbelstück, aber nennt es, wie ihr wollt. Dann hätten alle das Gefühl, beteiligt zu sein. Und wir müssen auch wirklich endlich einmal erfassen, was wer zu leisten imstande und bereit ist. Wir haben die Haie von Silla auf diese Art organisiert. Und wir könnten sie viel besser manipulieren und überwachen, wenn wir sie versammeln. Ja, außerdem, ich denke, uns ist nichts gedient, wenn diese Schiffe alle in Yanka liegen und auf unseren Befehl warten. Ich denke, wir haben zum Teil gute Leute, die eigene Unternehmungen anstreben. Aber ich möchte gerne über diese im Bilde sein. Sie sollen es nach Yanka melden, ihre Erfolge oder was sie an Informationen einbringen. So dass wir uns abstimmen können. Wo soll dieser Rat dann zusammentreffen? Hier auf unserem Schiff oder woanders? Ich glaube, für ein erstes Treffen würde ich tatsächlich die Avianda vorschlagen. Denn der Blaue Palast ist nicht wirklich geeignet, um Gäste zu empfangen. Es werden ziemlich viele Kapitäne sein. Ich weiß nicht, ob wir hier alle in die Kapitänskajüte passen. Vielleicht sollten wir das Schiff räumen. Und auf dem Ulfa-Deck veranstalten lassen? Ihr habt doch einen Palast, Kapitania. Ja, und ihr habt diesen Palast gesehen, oder? Nun? Vielleicht sollten wir das Ganze unter Deck veranstalten. Wir räumen nun ja eine größere Ladefläche frei, um dort nun ja diesen Rad stattfinden zu lassen. Ich glaube, als allererstes werde ich mir von Rabenmund eine Liste geben lassen, wie viele Kapitäne es denn wirklich sind. Und dann können wir uns um die Räumlichkeiten Gedanken machen und ich werde an einer Rede arbeiten. Aber prinzipiell erscheint euch das auch wie eine gute Idee, oder? Ich denke, wir sollten das abhaken, bevor wir nach Rulat aufbrechen. Weshalb ich die Haie von Silla angesprochen habe. Genau, sie haben sich so organisiert. Deswegen war es für die Alanfana für uns ziemlich leicht, diese Schiffe einzunehmen, die Stadt zu erobern und ihre Flotte zumindest teilweise zu versenken. Entscheidungen werden so nicht schnell genug getroffen. Ein Rat der Kapitäne macht Sinn, richtig, aber ich denke, wir sollten trotzdem einen Kopf haben, der diese Entscheidungen schnell treffen kann und auf die anderen Gehör setzen. Warum lassen wir den Rat der Kapitäne nicht eben einen solchen Kopf wählen? Oh, ich denke, der Rat der Kapitäne ist nicht unbedingt als Entscheidungsorgan gedacht. Aber ich denke, wir denken schon einen Schritt zu weit. Vielleicht werden wir kurz vor der Schlacht tatsächlich einen Kommandierenden bestimmen müssen. Aber ich glaube, dass es... Nun ja, es muss nicht eine Person sein. Gute das ist Strat- natürlich richtig. Wir könnten, sagen wir mal, 3 gute Strategen bestimmen. Denn so können sie sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen. Und wie gesagt... Die eine Sache, die ich für uns und die Avianda zurückbehalten würde, wäre die Entscheidung, wann und wo wir tatsächlich angreifen. Ich denke, das wird jedem einleuchten. Immerhin haben wir diesen Bund angestoßen. Hi. Wichtig ist mir nur, dass es unangefochtene Autorität in diesem Bund gibt. Denn sonst kriegen wir ihn nicht zusammengehalten. Ihr habt auf jeden Fall recht, dass wir nicht Entscheidungen im kompletten Rat entscheiden können. Ich denke, dieser Rat ist eher ein Symbol, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Damit jedes Schiff eine Stimme hat und jeder Kapitän sich gehört fühlt. Ich verstehe, Kapitane. Genau. Deswegen müssen es auch nicht nur die wichtigen Kapitäne sein, sondern... Es kann jeder einen Sitz in dem Rat haben. Und sie werden informiert
und geben selbst Informationen zu Protokoll. Ich denke, Dr. Rumpel könnte das erfassen. Wer über wie viele Männer und an welchen Schiffstyp und... Nun ja, ob sie bereit sind, in der Schlacht ihr Leben zu lassen oder ob sie nicht so weit gehen würden. Ich bin nicht sicher, ob er mit so etwas umgehen kann. Er kann gut bezahlen umgehen, aber er kann keine Einschätzung geben. Nun, wenn ihr euch freiwillig meldet... Nehmen wir Abstand von dieser Idee. Ich denke, es einzuschätzen wird dann eher eine Aufgabe von Rafim und Diamantis sein. Ja, mir geht es hier erstmal nur um die Anfertigung präziser Listen und ich denke, das ist eine seiner großen Stärken. Ohne Frage. Er hat mir da einiges gebracht. Nun, dann wäre noch die Sache mit Hafax. Serpentio, fühlt euch in der Lage, ihn zu verständigen und die Sachen anzufordern? Bitte, Abelmir. Ein Lehrling im ersten Jahr könnte Hafax verständigen. Von hier aus. Gut, das ist verständlich, wenn man an einer guten Magier sonst gelernt hat. Ich vergaß. Natürlich, wenn ihr das sagt. Gut, dann wäre noch die Frage, ob wir nur Informationen wollen oder ob er aktiv Rulat angreift. Ich denke, wir hatten uns auf Informationen geeignet. Ich denke auch. Wenn er weitere Vorschläge hat, kann er dies in seinem Antwortschreiben ja notieren. Genau, ich denke, er ist ein erwachsener Mann und wird in der Lage sein, sich zu melden, falls er mehr in diese Sache involviert sein möchte. Und wenn nicht, kommen wir auch gut ohne ihn klar. Jede Idee, die von ihm kommt, wird besser sein als die Idee, die wir haben. Auch wenn ich es mir nicht eingestellt will. Ihr habt nicht zufällig eine Chiffre mit ihm ausgemacht, als ihr das letzte Mal traft, Kapitänier? Fragender Blick zu Rafim. Nicht, dass ich wüsste. Aber ihr könnt ihm... Abelmir, wie hieß noch mal diese komische Alte, die wir ihm gegeben haben? Welche Alte meint ihr? Ich glaube, er meinte hier Sindergeweihte. Ach, diese, wie hieß sie? Milena? Ja, Sina Milena, genau, so hieß sie. Richtig, wir können ja sowas, schreibt einfach sowas wie... Ja, sowas wie... Ich bin ja gut mit solchen Worten, müsst ihr wissen. Sowas wie... Aber mir fangt jetzt endlich an, was zu sagen, bevor ich noch zum dritten Mal sowas wie sagen muss. Wir sollten ihm eine Mitteilung schicken, in der klipp und klar hervorgeht, dass wir das sind und nicht irgendjemand. Nur etwas, was wir wissen können und er. Ich dachte viel eher daran, dass... Ihr müsst bedenken, die Nachricht wird über die blutige See passieren und könnte abgefangen werden. Ich frage mich, ob man diese Hesinde-Geweihte noch erreichen könnte. Ihre Göttin sie verstoßen hat. Das liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Nun, das müsst ihr vermutlich herausfinden können. Seid ihr ihr schon einmal begegnet? Nein, aber das ist hier nicht von Belang. Der Name sollte reichen. Nun, ich denke, wir können ein Schriftstück aufsetzen, das nur sie entziffern könnte. Ich denke, dieser Tannhäuser könnte mir dabei helfen, ein entsprechendes Schriftstück aufzusetzen, wenn ihr mir den Text gebt. Vielleicht könnt ihr mir einen Schlüssel geben, den ich ihr übermitteln kann. Ich denke, die Göttin wird es mich wissen lassen, wenn sie an diese Frau keine Nachricht übermittelt. Dann schlägt der Plan natürlich fehl, aber ich denke, ich wüsste es. Nun gut, ich denke, dann werde ich mich morgen mit diesen Sinnegeweihten auseinandersetzen und einen Text verfassen, in eurem Sinne. Gut, und macht das so, dass es in beide Richtungen funktioniert. Natürlich. Was denkt ihr? Verzeiht.
Ihr bekommt eine Kammer und morgen früh eine Mahlzeit. Und dann seht ihr zu, dass ihr wieder verschwindet. Sollte der Grindigen zu Ohren kommen, dass ihr anfangt, von euren neuen Göttern zu predigen, wird kein Dämon euch vor den Kerkern Sassandra bewahren. Der wird der Kaschimmer Baron Nestor zu einem Wanderprediger der dunklen Mutter. Neuzeitlich. Und so könnt ihr euch wieder trennen. Nach einer erfolgreichen Kapitänsbesprechung, beziehungsweise der Besprechung im Kapitän, in der Kapitänskajüte, könnt ihr euch auffächern in all die Richtungen, in die ihr da wollt. Wir beginnen mit Serpentilio. Was hast du noch vor? Serpentilio. Sind die Dinge, die wir besprochen haben, schon erledigt? Das würdest du dann jetzt tun. Serpentilio schließt die Tür seines Alchemistenlabors hinter sich ab und nimmt das Tuch von dem großen... Es sieht aus wie ein großes Einmachglas, das irgendwo im Regal unauffällig herumsteht, schraubt es auf, greift in die verdünnte Schwefelsäure und zieht den Mutongi hervor, der vermutlich freigelassen erst einmal kurz mit den Flügelchen flattert und kleine Tropfen durch den ganzen Raum verteilt. Und dann trägt er ihm aus dem Handgelenk auf. Bewege dich nach Norden, an die Nordseite von Rulat, wo das Unheiligtum ist. Berichte mir, was dort ist und kehre auf direktem Weg zurück. Geh. Und dann flattert das kleine, nun wieder unsichtbare Auge, nachdem es die Flüssigkeit verlassen hat, von dann. Ja, noch einige Spritzer von der kochenden Säure versprüht und du versuchst dann noch so ein bisschen hinterher zu wischen, damit dann die Papiere, die wenigen Unterlagen oder so etwas nicht dann anfangen zu brennen. Zumindest oh, die, ist glücklicher, die ist glücklicherweise verdünnt. Wer reine Schwefelsäure im Glas hat, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Ja, oder ist ein guter Alchemist. Vor allem könnte ich dann ja nicht mit bloßer Hand reinpacken, wenn es reine wäre. Ja, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Right, so, du hast also einen Gotongi beschworen, den Dienst aufgetragen. Es ist der Gotongi, den wir damals schon auf die Plagenbringer geschickt haben. Wenn du dich erinnerst, hatte ich den per Dienstmanifestation gezwungen, in dieser Sphäre zu verbleiben und ihn in ein Glas gesperrt. Okay. Den hattest du damals auch mit in Cash. Genau. Der war nicht auf der Plagenbringer, sondern auf der Goldborgen-Tarantel. Cool. Der ist an der Plagenbringer vorbeigekommen. Das war der Einwurf, den Diamantis auch hatte, genau. Also die Gefangenen waren... Das Problem ist in unserem Kopf, sobald die Plagenbringer irgendwo in der Nähe ist, ist alles, was dort stattfindet, auf der Plagenbringer. Denn die nimmt was so ja viel. Gar nicht so falsch ist. Okay, Rafim, was hast du vor? Ja, und zwar möchte ich mich natürlich weiter mit unserem neuen Gebäude beschäftigen. Da ich nicht viel leisten kann außer tragen, würde ich hauptsächlich tragen. Und bevor wir abreißen, würde ich noch einmal im Tempel eine Liturgie einsprechen. Ausgezeichnet, dann kannst du das gerne tun. Welche Liturgie möchtest du einsprechen, in welchem Gegenstand? Das muss mir eben gucken. Ich weiß gerade, muss mich kurz erinnern, welche ich das letzte Mal ausgelöst habe. Ich glaube, schwarzes Fell habe ich ausgelöst. Die würde ich wieder einsprechen. Mhm. Schwarzes Fell ist eingesprochen in, lass mich nicht lügen. Deine Rüstung, glaube ich, ne? Nee, meine Rüstung ist gerade der Schlachtfeld. Wo ist denn das Ding? Genau, dem Spiel, das rote Kamel vom Wrack der Golgari wieder. Ah, ja, richtig, sehr gut. Dann kannst du in den Krakentempel bzw. den Homeria-Tempel gehen, den du ja errichtet hast, der dann auch für dich geweihter Boden ist und immer bleibt. Diamantis, was möchtest du tun? Diamantis wird sich ein wenig in Lianca umhören, vor allem im Hafengebiet und in den Schenken, ob einer der Schiffe oder einer der Mannschaften in letzter Zeit irgendeinen Kontakt mit Palligan hatte, also direkten Kontakt mit Palligans Schiffen und vielleicht durch Zufall auch an einen der Dokumente, die wohl von Palligan ausgestellt werden, falls er denn überhaupt welche ausstellt, zur Hand hat, irgendwie erbeutet oder aus irgendeinem Grund im Besitz eines solchen Dokumentes ist. Okay. Weiß nicht, das sind viele Flüchtlinge und die kommen ja überall her. Das ist aber eine schwere Probe. Dokumente, die dir jetzt helfen, eine Fälschung anzufertigen. Gassenwissen plus 15. Okay, auf Gassenwissen? Gassenwissen plus 15. Probier ich's mal.